Rund 50% der Wähler in Deutschland sind über 50 Jahre alt. Nur 5% sind zwischen 18 und 24. Jo Leute, was geht und welcome back auf meinem Kanal. Ich heiße Jomaro und ich begrüße euch hier. Schön, dass ihr reingeschaltet habt. Heute reden wir mal über ein ganz, ganz ernstes Thema und ich wollte es einfach mal zur Sprache bringen. Und ja, ich weiß, ich bin eigentlich ein Minecraft-YouTuber und das ist eigentlich sehr politisch und sehr kompliziertes Thema und wieso spreche ich darüber, wieso nicht und wieso das nicht andere machen und wieso mache ich das als Minecraft-YouTuber? Ganz simpel erklärt, weil auch wir ein Wahlrecht haben, ganz normal. Jeder von uns, der 18 Jahre alt ist, darf wählen gehen und aus diesem einfachen Grund sollten wir das auch nutzen. Denn wenn du nicht wählen gehst, hast du eigentlich schon verloren. Es gibt so viele Möglichkeiten zu wählen und so viele Möglichkeiten, die man auch nutzen sollte, denn wir wollen halt doch alle, dass Deutschland in 10, 20 Jahren auch noch so ist, wie wir es wollen und nicht, dass dann sozusagen die Leute, die jetzt 50 sind und immer noch wählen, jetzt schon entscheiden, wie wir sozusagen mit 40, mit 30, je nachdem wie alt ihr jetzt alle seid, einfach immer noch entschieden haben, was in Deutschland passiert. Wir wollen doch selber mitentscheiden. Wir wollen doch unsere eigenen Bedürfnisse befriedigen, unsere eigenen Dinge klären, dass halt wirklich unsere Anliegen auch wirklich in Deutschland ankommen. Ich sehe viele Leute auf Twitter, die sich darüber beschweren, dass etwas nicht so läuft, wie es laufen soll, dass sie gerne in Deutschland Änderungen haben würden, dass sie wollen, dass Deutschland ein bisschen mehr zu ihrem eigenen Deutschland wird, dass man das mehr kann, dass man das mehr kann. Von mir aus die Legalisierung von Gras oder von irgendwelchen Sachen. All diese Dinge könnt nur ihr sozusagen, können nur wir, wie jungen Menschen sozusagen klären. Das macht kein Mensch, der jetzt irgendwie bald auf die 60 zugeht und irgendwie, die helfen uns nicht. Die wollen ihre eigenen Bedürfnisse klären, die wollen ihre eigenen Sachen, ihre Renten wollen sie sichern, was alles gute Sachen sind. Aber auch wenn wir unsere Sachen haben wollen, müssen wir auch weiterhin wählen gehen. Und ja, ich weiß, bei mir sind noch nicht so viele Leute 18 Jahre alt und können noch gar nicht wählen. Trotzdem möchte ich auf meinem Kanal darüber sprechen, mit euch darüber sprechen, dass auch die Leute unter 18, die irgendwann mal wählen können, jetzt schon mal langsam wissen, was Sache ist. Dass es nicht jetzt wie jetzt so sein muss, dass wir hier ein Video darüber machen alle, sondern dass ihr später, wenn ihr 18 seid, schon genau wisst, was ihr wollt, weil ihr euch einfach sozusagen immer damit ein bisschen beschäftigt habt. Ihr müsst nicht Romane lesen, ihr müsst nicht jeden Tag euch irgendwie CDU, SPD, die Grünen, die Linken und alles durchlesen, sondern ihr müsst euch selber eine Meinung bilden und immer Stück für Stück ein bisschen weiter euch das Ganze sozusagen aneignen. Wer weiß, vielleicht gibt es zu eurer Zeit, wenn ihr 18 seid, auch schon andere Parteien und alles ist ein bisschen anders. Aber zur Zeit ist es halt so, wie es ist und wir müssen mit dem leben, was wir haben und deshalb sollten wir uns auf jeden Fall damit bemühen, dass alle Leute, die ab 18 sind, auf jeden Fall wählen gehen. So, nun möchte ich euch meinen persönlichen Grund aufzeigen, wieso ich wählen gehe und wieso es meiner Meinung nach wichtig ist zu wählen. Ganz simpel, ich komme aus Berlin, ich lebe hier, bin hier aufgewachsen, alles in Berlin sozusagen meine Heimat und ich möchte eine eigene Wohnung haben zurzeit. Ich suche seit circa einem Jahr nach einer Wohnung und ich möchte unbedingt endlich alleine leben können. Nun ist es so, dass Berlin eine sehr, 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 sehr große Stadt ist mit super vielen Einwohnern und da wollen so viele Leute zurzeit eine Wohnung, dass es fast unmöglich ist, hier eine Wohnung zu kriegen. Wenn ich auch nur das Wort Wohnung mit Kumpels berede, kommen immer Diskussionen wie, ja, von wegen, ja genau, hol dir mal so eine kleine WG-Zimmer, 11 Quadratmeter, viel Spaß. Und genau das ist der Grund. Wieso muss das so sein? Es werden so, so dermaßen viele Wohnungen gebaut, die einfach nur für Reiche, für Leute sind, die viel Geld haben, dass ich einfach nicht verstehen kann, wieso es keine Wohnungen gibt für Leute, die nur eine Einzimmer- oder Zweizimmerwohnung sich leisten können. Weil zurzeit nicht dafür sozusagen die richtigen Leute an der Macht sind. Ich brauche eine Partei, die dafür sorgt, dass wieder mehr Wohnungen für Leute, die nicht so viel Geld haben, da sind. Für Studenten, für Leute, die halt nur kleinere Jobs haben oder einfach nicht dieses Geld haben, um sich eine Eigentumswohnung zu kaufen. Ich möchte über meine Zukunft selbst entscheiden und nicht einfach nur warten darauf, dass irgendjemand irgendwann mal mit dem Vorschlag kommt, sondern ich bringe den Vorschlag selbst. Auch du hast irgendwelche Wünsche und möchtest, dass irgendwas von deinem eigenen Leben endlich mal besser, besser, besser zur Geltung gebracht wird, dass du diese Chancen hast, weiterzukommen. Und deshalb bringst du es auch bitte selbst ein und lässt es nicht von anderen klären, sondern machst es wirklich selbst. Gut, wie schaffe ich es nun mit wenig Arbeit und nicht so übertriebener Anstrengung herauszufinden, welche Partei denn eigentlich jetzt für mich meine Anliegen klärt? Ganz simpel.
Der Wahl-O-Mat. Wer den Wahl-O-Mat nicht kennt, ganz simpel erklärt, eine Zusammenreihung von Fragen, die von den Parteien beantwortet wurde, um sozusagen offenlegen, was für eine These und was diese Parteien denn eigentlich wollen. Man kann jetzt spekulieren, ob die auch sozusagen nicht das machen, was sie sollen oder vielleicht dann doch nicht das durchsetzen, was sie sagen. Im Groben und Ganzen ist aber alles, was da steht, sozusagen von dem ihrem Wahlprogramm, das bedeutet, dass sie diese Dinge auch umsetzen wollen. Du musst einfach jetzt die Fragen des Wahl-O-Mats beantworten, ganz simpel und einfach auf einer Internetseite, die natürlich unten verlinkt, das könnt ihr einfach mal abchecken. Und da kriegt ihr dann Fragen gestellt zur Bundeswehr, zur Besteuerung von Diesel, zu den ganzen Asylbewerbern, wie die Obergrenze sein soll, ob es eine geben soll. Also ganz wichtige Fragen, die ihr nur beantworten könnt und müsst. Wenn ihr all das Ganze ausgefüllt habt, wird euch sozusagen vorgeschlagen, welche Partei zu euch passt. Natürlich ist das nur eine Empfehlung in dem Sinne oder nur eine Informationsquelle. Selbst entscheiden müsst ihr selbst. Dazu könnt ihr auch noch nachlesen, wer gerade zur Wahl überhaupt steht, welche Personen stehen dahinter. Wenn du nicht wählen gehst und das Ganze nur an dir vorbeiziehen lässt, wirst du später Probleme kriegen. Denn wer nicht wählt, der hat schon verloren. Einfach nur aus dem Grund, weil du deine eigenen Vorlieben nicht erklärt hast. Du hast einfach deine Stimme weggeschmissen, damit andere entscheiden, was mit dir passiert. Denk mal darüber nach. Wenn du dich anders erkundigen möchtest und keinen Bock hast auf diese ganzen Internetzeugs, kannst du immer noch Wahlprogramme lesen, Broschüren holen von irgendwelchen Stellen. Bei mir ist es zum Beispiel ganz simpel, am Alexanderplatz macht jede Partei Werbung, da kannst du dir einfach alles nehmen, genau wie am Potsdamer Platz. Wenn es bei dir ein bisschen anders ist, müsstest du selbst gucken, aber das sind meine eigenen persönlichen Sachen, die ich gesehen habe. Fazit, lass das Ganze nicht an dir vorbeiziehen. Sei aktiv, mach wirklich mit. Es ist ganz, ganz, ganz wichtig für Deutschland. Du hast die Wahl.